Ladies and Gentlemen, willkommen zu einem neuen Format von mir, mein Monatsausblick. Ich möchte jetzt ein paar Spieleausblicke machen. Die sind auf meine Interessen zugeschnitten und auf PC. Also ich werde hier nur PC-Spiele rannehmen, aber ihr werdet jetzt selber sehen, wie das Video ist, wie es aufgebaut ist. Viel Spaß! Rise and Shine ist ein Spiel, was Dinge aus verschiedenen Genres verbindet. Shooter, Puzzle und Balletell-Elemente kommen vor, kombiniert mit den verschiedensten Gadgets, um die Level zu meistern. Ihr müsst also nicht nur mit Aim, sondern auch mit dem Kopf durch die handgezeichnete Welt reisen, um durch die ganzen Fallen, Bossen und Gegner durchzukommen und die Welt Game Earth zu retten. Dieses Spiel ist ab dem 13.01. auf Steam erhältlich. In der Welt von Pit People kämpft ihr euch mit euer bunt zusammengestellten Truppen vom Pit bis zur Spitze. Kämpft, lootet, stellt eure Truppe, verbessert und heuert mehr von den verschiedenen Figuren aus teils lustigen aussehenden Kreaturen, um noch stärker zu werden. Das müsst ihr nicht alleine machen, denn ihr könnt im Koop, Lokal oder auch per Online-Dienst zusammen diese schräge Welt bereisen und immer begleitet von diesem einzigartigen Humor. Das Spiel ging am 13.01. in die Early Access auf Steam. Resident Evil ist ein Name, den wahrscheinlich jeder kennt, Spiel oder Film. So wird sehnsüchtig Resident Evil 7 erwartet, welches nun in einer neuen Engine und erstmalig in der Ego-Perspektive zu erleben ist. Darüber hinaus will man nach den ganzen letzten actionlastigen Teilen zurück zum Horrorerlebnissen von Resident Evil 1 zurückkehren und nach den Anspielen der Demo scheint es ihnen gelungen zu sein. Das Spiel handelt nach den Ereignissen seines Vorgängers und spielt im modernen ländlichen Amerika. Resident Evil 7 erscheint am 24.01. auf Steam. Tales of Berseria handelt von der jungen, freundlichen und hilfsbereiten Frau Velvet, die jedoch durch die Erlebnisse, die 3 Jahre vor Tales of Berseria handeln, gefüllt von Wut und Rache ist. In ihrer Wut schließt sie sich einer Piratencrew an und reist an verschiedensten Inseln, die über den Weltmeeren verteilt sind. Es ist von den Veteranen der älteren Tales of Teilen entwickelt worden, um anscheinend Großes zu erwarten. Tales of Berseria erscheint am 27.01. auf Steam. Disgaea 2 und seine Definitive Edition, welche die Inhalte des PC2-Spiels und des PSP-Spiels beinhalten, erscheint nun für den PC. Der Overlord Xenon verflucht das Land und verwandelt selbiges in eine gefährliche Netherwelt und alles wird so ziemlich dämonisiert, was zur Folge hat, dass die Welt ins Chaos stürzt. Doch was wäre ein Spiel ohne Held? Deshalb haben wir einen jungen Mann namens Edel. Unbeeindruckt von den Flüchen und unberührt von dessen, kämpft dieser gegen das Böse an. Jedoch verläuft nicht alles nach Plan. Disgaea 2 erscheint am 30.01. Was gibt es gefühlt seit DayZ reichlich? Richtig, Open-World-Survival-Spiele. Viele haben sich satt gegessen durch nie fertiggestellte Projekte und nun haben wir dennoch immer weitere Titel, die begeistern können. So könnte Conan Exiles eines dieser ambitionierten Spiele werden. Conan Exiles kommt mit einer hübschen Grafik, einer rauen Welt und wahrscheinlich brutales Gameplay in die Early Access Phase auf Steam und das ab dem 31.01. Und was gibt es oft auch noch? Sandbox Games, und dennoch erscheinen sie immer wieder in den Early Access Programmen und dennoch erscheint Dual Universe interessant genug zu sein, um hier zu landen. Dual Universe ist ein Sandbox-MMORPG in einem schönen Sci-Fi-Universum, was mit Reisen, Handeln, Krieg und Politik punkten möchte. Man kann eigene Gebäude bauen, eigene Raumschiffe und sogar orbitale Raumstationen. Dem Spieler soll somit die Möglichkeit gegeben werden, ein Zeitalter von Königreichen und Zivilisationen einzuläuten. Vielleicht das Spiel, was sich eigentlich viele von No Man's Sky erhofft haben. Wer weiß. Wir werden sehen. Es geht ab dem 31.01. in die Early Access. Jetzt noch etwas Aufbaustrategie. Das Spiel verspricht nicht nur den klassischen Städtebau, sondern will mit einem einzigartigen politischen Management überzeugen. Entscheide dich für eine Partei mit ihren Ideologien, befriedige die Bedürfnisse der Bürger, lass die Stadt wachsen und bringe deinen politischen Willen durch. Dabei will das Spiel erfrischend bleiben mit bis zu 1000 dynamischen Ereignissen, die die Themen behandeln können, wie Frauenrechte bis hin zu Kinderarbeit. Bist du dafür oder dagegen? Entscheide ab dem 20.01. auf Steam. Choices.
So, das war's mein erstes Mal mit meinem Ausblick. Januar 2017, zwar etwas spät, aber die Idee kam jetzt auch ein bisschen später zu mir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, ne? Kennt ihr wahrscheinlich. Lasst einen Kommentar für Feedback da. Was könnt ihr verbessern? Was war gut? Was hat euch gefallen? Was hat euch weniger gefallen? Und ja, ich denke mal, das werde ich jetzt auch relativ monatlich machen. Es wird jetzt noch ein ähnliches Video kommen, wo ich dann erzähle, auf welche Spiele ich mich zum Beispiel freue. Und ja, das war mal was anderes, was ich sonst mache. Es war erfrischend. Es hat Spaß gemacht, das Video tatsächlich zu machen. Generell macht es immer Spaß. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist halt immer ein bisschen mit Arbeit verbunden. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran, abonniert meinen Kanal, wenn ihr dranbleiben wollt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin raus, euer Rockley.